Dein Abenteuer geht weiter. Das klingt immer so nach einer Drohung. Jetzt geht's weiter. Aber irgendwie klingt das auch gut. Hollerö, Freunde, willkommen zurück zu Risen 3. Hier ist der Mad Baron wieder. Ihr mögt mich, ja? Denkt dran, ihr findet das alles gut, was ich hier mache. Und ihr fresst mir aus der Hand. Nicht. Und dann bin ich auch froh drum, dass ihr das nicht tut. Das mit der Mütze, ne? Irgendwie muss man da auch mal eine Intervention gegenüber Bones einleiten. Ich finde übrigens, solche Sprüche, wenn ein Kampf da beginnt, die sollten schon viele sein, ja? Wenn du da so einen komischen Begleiter hast, dann sollte das nicht immer so fünf Sprüche sein, die sich immer wieder wiederholen, sondern irgendwie so an die 500. So, dass man jedes Mal, wenn man einen neuen Gegner vor sich hat, was Neues zu hören kriegt. Das wäre doch wohl voll gut. Das Problem ist, man müsste da 500 In-Character-Sätze formulieren und die auch noch alle einsprechen lassen und damit auch die Größe des Spiels beeinflussen, was ja schon sehr riesig ist mittlerweile, ne? Soundqualität ist ja auch... Können wir auch nicht von ungefähr. Obwohl das ja mittlerweile eigentlich vollkommen Wumpe ist. Süß. Ich drücke mal auf die Karte. Hier ist nichts mehr. Ich hätte zumindest gedacht, dass hier zumindest eine so eine kleine Schatzkiste oder was auch immer sein könnte. Aber nö. Dann nicht. Dann nicht. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass Minerva momentan ein bisschen von mir genervt ist. Aber die hat ein neues Laufrad gekriegt und das Laufrad ist ein bisschen schwergängiger. Und daran hat sie sich, glaube ich, noch nicht so wirklich gewöhnt. Dass man auch arbeiten muss. Nicht einfach nur wetzen kann, sondern es ist wie so ein bisschen wie ein Berg hoch zu laufen. Kein großer Berg, aber zumindest irgendwas Hügeliges. Oh ja, genau. Das ist etwas, was ich jetzt unbedingt brauche. Hat Bones mir da gerade in die Eier getreten? Ich glaube schon. Mensch, Bones, das macht man doch nicht. Das gehört sich. Das tut man nicht. Kleiner Schlingel. Es sei denn, der Held steht drauf, dann ist das natürlich auch so eine Möglichkeit, ihn wieder aus dem Delirium zu wecken. Scheiße, ich erlern's nicht. Ich habe immer noch nicht so die hundertprozentige Ahnung, was dieser Kreis mir sagen soll. Ich glaube, je voller der ist, desto mehr Schaden habe ich. Oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe. Eins von beiden wird es sein. Okay. Die beiden sehen sich schon sehr ähnlich, ne? Deswegen ist es gut, dass ich den einen angreifen kann und den anderen nicht. Zum ersten Mal sage ich das jetzt. Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Wie ich schon sagte, zeige es einem Schamanen. Nur sie wissen, wie man deine Leiden damit lindern kann. Bis dahin sammle weiter schwarze Herzen. Du wirst sie brauchen. Die Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei dir benutzt? Ja, es waren einige und sie sahen auch fast genauso aus. Eins davon habe ich sogar aufbewahrt. Man kann ja nie wissen. Du hast noch eins davon? Wo? Hör mal, ich brauche es vielleicht noch. Wo ist es? Okay, okay. Ich habe es in einer Kiste versteckt. Sie steht an einem geheimen Ort auf Takarigua. Ich zeige es dir auf deiner Karte. So, und hier hast du auch noch den Schlüssel dazu. Jetzt zufrieden? Wir haben so viele Sachen von dir gekriegt. Und auch so viele Informationen. Die muss ich auch gerade irgendwann mal wieder ordnen. Aber heute wird bestimmt nicht der Tag sein, an dem ich das tun würde. Jetzt muss ich erstmal gucken, in welche Richtung ich muss. Da oben lang ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir die Orte hier auch nochmal gesehen. Und da wir hier gegen die Schattenboys kämpfen müssen, ist es besser, wenn man zu dritt ist. Weil sowas dann immer passiert. Und dann muss ich wieder gucken. Ne? Ja. Eine Albtraumvorstellung von mir wäre ja irgendwann gegen so ein... Was heißt irgendwann? In kürzester Zeit, während ich noch nicht zaubern kann. Gegen so einen Superboy hier, diesen... Todesgott zu kämpfen und der ist dann auf wundersame Art und Weise immun gegen meine Patronen. Das wäre so doof. Dann würde ich mich ärgern. So, alles mitnehmen. Die Truhen, die geben sogar was.
Und ich habe das Gefühl, dass die Gegenstände, die ich hier kriege, seien sie auch noch so dämlich, wirklich benötigt. Das finde ich nicht schlecht. Das bedeutet für mich ja sogar, dass ich wirtschaftlich spielen muss und dass ich mir wirklich angucken muss, was ich hier habe, was ich kriege und was ich eigentlich nicht so wirklich brauche. Das finde ich echt nicht schlecht. Normalerweise gab es ja bei Gothic irgendwie so den Moment, dass du dann überhaupt voll alles hattest und dann gar nicht mehr haushalten musstest. Ich habe es gemerkt, als ich Gothic 3 nochmal durchgespielt habe, da musste ich aber auch sehr viele Sachen noch so benutzen, denn ich habe ja, wie ich schon mal erzählt hatte, damals als Zauberer gespielt und die Mana-Tränke, die sind wirklich rar gesät. Also da muss man schon mal ein bisschen härter und tiefer in die Geldbeutel greifen, damit man die alle bekommen kann. Sicher, irgendwann gibt es einen Punkt, wo einem das vollkommen egal sein kann. Aber bis dahin, naja. Und wenn es diesen Punkt nicht geben würde, dann wäre mit dem Spiel meiner Meinung nach auch irgendwas falsch. Weil ich habe ja schon mal erzählt, was für mich so mein Erleben von Fortschritt im Spiel sein muss. Weil sonst ist es ja egal. Das ist ja nur wieder Bulimie hier. Und das macht das alles nicht wirklich erträglich. So, das Schar der Angst. Okay, haben wir hier fertig? Ich habe fertig. Nee, ist nur eine Ratte. Ja, wer die 10 Punkte hier nicht ehrt, ne? Wer mich nicht kennt, hat den besten verpennt. Das ist auch wieder so ein Claude-Mäuse. Wie spricht man den aus? M-O-Y-S-E. Und nee, sagt es nicht, sagt es nicht. Der heißt nicht Möse. So heißt er nicht. Claude. Wir haben Claude. Einmal die Knarre rausholen. Es gibt ein legendäres Interview mit dem. Das hat er geführt und hat dann nur ein Singstar-Mikrofon. Das war schon witzig. Bims, bims. Ich bin übrigens froh, dass ich von dieser Seite hier lang gegangen bin und nicht von der anderen. Was mir bedeutet, dass ich alles richtig gemacht habe. Oh. Erstmal den Schnaps zählen. Weil wären wir von der anderen Seite, also von dort hierher gekommen, hätten wir unseren Boy nicht getroffen. Spoiler hat sie erwischt. Und das wäre doch schon sehr schrecklich geworden. Warte hier. Nee, ich will gar nicht, dass der wartet. Warum muss ich den überhaupt so mitnehmen? Bringt mich das in irgendeiner Form weiter? Ja, wenn ich hier oben lang gehe, habe ich bestimmt noch ein, zwei Sachen, die ich auschecken kann. Komm her, du Schattenbiest. Komm her, du Schattenbiest. Aber wenn mich nicht alles täuscht, wird der Nebel da lichter. Oh Mann! Man bleibt hier an so vielen Orten hängen, das ist unglaublich. Und diese Schergen sind doch harte Jungs. Und das, obwohl ich gerade nochmal Härte gesteigert habe. Puh. Ich kann ja auch die dazugehörigen Talente dann lernen, Dinge noch besser wegzustecken. Noch besser einen wegzustecken. Das wäre eine richtig gute Fähigkeit. Hallo! Die mach ich platt! Knüppel auf dem Kopf! Das Mistvieh krabbelt nie wieder. Das ist doch mal ein schöner Text. Das Mistvieh krabbelt nie wieder. Zu so einer Spinne zu sein. Das bedeutet für mich, ja, guck mal, wir haben wirklich gegen so eine Spinne gekämpft. Yay! 2 von 5 Dunkelpilzen. 3 von 5. Oho, ich will nochmal wissen, was das alles bringt. Ich werde irgendwann an so einen Punkt kommen, wo ich dann sagen kann, guck mal, hab ja alles schon gemacht. Hier hast du dies, hier hast du jenes, hier hast du welches. Viel Spaß, nimm mit. Und dann alle so, ey, woher weißt du denn, dass ich das alles brauche? Und ich sage nur, ha, da war so ein Text auf dem Bildschirm. Und dann wusste ich, das behalten wir, das Zeug. Gilt für viele Sachen, aber längst nicht für alle. Es kann sein, dass ich einige Sachen noch verkauft habe. Das heißt, ich werde diesen kleinen, dicken Gnomen noch irgendwann mal sprechen müssen. Ob ich nicht eine Sache zu viel mitgenommen habe. So, jetzt habe ich 5. Pilzragout. Ach, die will jemand essen.
Nee. Also das wird, das kommt bei mir nicht in den Kochtopf. Da habe ich doch ein bisschen Bedenken. Das will ich nicht. Hallo. Wer bist du denn? Hey, du da. Wo willst du denn hin? Ich sehe mir nur die Gegend an. Du meinst so richtig mit deinen Augen? Whoa. Kannst du mir die mal leihen? Nein. Schade, Alter. Echt schade. Naja, ich mach dann mal weiter. Als Wächter hat man schließlich immer was zu tun. Was ist mit ihm los? Du und Wächter? Kaum zu glauben. Warte, ich bin gar kein Wächter? Aber warum habe ich denn diese Klamotten an? Mann, bist du fertig. Hey, nicht so schnell, ich komme ja kaum hinterher. Wie war nochmal deine Frage? Du wolltest mir sagen, was du hier machst. Wollte ich das? Naja, schaden kannst ja nicht. Dann leg mal los. Womit? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, ich bekomme echt Kopfschmerzen von deinem Gelaber. Alles, was ich will, ist doch nur eine Ladung Dunkelpilze. Aha! Die Schatten bedrohen das Land und du suchst Pilze? Na und? An mir ist noch keins dieser Biester vorbeigekommen. Naja, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Naja, aber wenn's dir so wichtig ist, schieb ich wieder Wache. Hauptsache, du besorgst mir dann meine Pilze. Was genau sind Dunkelpilze? Na, das Zeug, was wir Wächter nicht essen dürfen. Hab sie aber trotzdem probiert und Junge, du machst dir kein Bild. Wenn der Pilz einmal zu dir gesprochen hat, zieht er dir glatt die Socken aus. Ich glaube, ich will den essen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir die Pilze bringen sollte. Oh, mach dich mal locker. Außer mir wird dir keiner was dafür geben. Naja, vielleicht Nergal. Aber der weiß die Dinger nicht zu schätzen. Steht nicht so auf eine Dröhnung. Hat die Kutte gehörig voll. Wo finde ich Nergal? Hat sich im Haupthaus der Magier im Keller verkrochen. Kommt nur selten raus. Wirst somit leichtes Spiel haben, ihn zu finden. Gebe ich ihm jetzt die Pilze oder nehme ich die mit und mache mir erstmal eine richtig schöne Weed-Suppe? Egal. Hier sind deine Pilze. Oh, wo hast denn die so schnell her? Haben wir nicht erst vor einer Sekunde über die Dinger gesprochen? Ist ja auch egal. Bin dir was schuldig, Bruder. Hier. Ich muss dann wieder mal auf Posten. Quest abgebrochen, nicht zum Verzehr geeignet. 3 Stunden 43 Minuten. Ich lade das mal. Ne, ich will ja eigentlich ein guter sein hier, ne? Ich bin ja eigentlich ein guter Typ. Hey. Du und Wächter, kannst du glauben? Jo, jo, jo. Ich habe gar keine Frage gestellt. Hast du nicht? Aber warum reden wir dann überhaupt? So langsam frage ich mich das auch. Oh, ich bekomme echt Kopfschmerzen von deinem Gelaber. Alles, was ich will, ist... So, okay. Was sind Dunkelpilze? Das ist mir doch egal. Hier sind deine Pilze, die kriegst du nicht. Ich... Wo? Okay, das nehme ich mal mit. Vielleicht habe ich dann ja direkt einen Stein bei denen im Brett. Kann man ja haben. Die sagen dann, oh mein Gott, du bringst uns Weed? Oh, das werden wir natürlich komplett vernichten. Und du hörst schon den Bob Marley Jam im Hintergrund. Ja, genau so läuft bei denen. Das ist ja bei den Polizisten nicht ähnlich, nicht anders. Manchmal, wenn die so Nachtschicht haben, dann gucken die sich da auch konfiszierte Filme an. Weiß ich nicht, mache nicht bestimmt. Üble Nachrede und jetzt gleich hier alle. Ich höre schon die Sirene von meiner Haustür surren. Und dann kriege ich auf die Fresse. Oh, zu Recht. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier hin müssen. Ist der komische Terrorboy noch da? Ja. Wenn wir dann nämlich da gewesen sind. Kann man
nicht auch lernen, besser mit der Waffe zu kämpfen und Schwellen damit zu schießen? Also besser mit diesem Knüppel umzugehen? Knüppel plus 1, das wär's. Jeder 13-Jährige würde dieses Talent haben wollen. Okay. Los, 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 los. Taraniskraut. Moin. Scavenge. Scavenge, Scavenge. Au. Au. Ich fühle mich aber schon wie ein ziemlich krasser Kämpfer hier mittlerweile, ne? Wenn man so ein bisschen intelligent spielt auch und sich nicht von ganz vielen Gegnern einfach auf die Fresse hauen lässt, sondern auch ein bisschen ausweicht, dann kann's was werden. So, Digga, hier müssen wir hin. War hier nicht die Leiche der Fischerin? Eine Banane. Ich habe durch die Wand eine Banane gegrabt. Vielleicht drücke ich da einfach auf die Karte und sehe das dann. Auf der Karte markieren. So. Wo soll das denn sein? Ach, da oben? Ich weiß gar nicht, ob wir da so ein Mir-Nichts-Seh-Nichts hinkommen. Und ich habe auch keine Lust, schnell zu reisen, wenn ich nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert. Tja, das erfahren wir dann alles beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Holerö.